Is this what success feels like? Es ist sehr interessant, dass du so überrascht darüber bist, wie sich Erfolg anfühlt. Aber gut. Ja, und Marianne, ne? Mehr reiten! B+ brauchen wir für die nächste Stufe. Aber sie ist die Stufe schon. Verdammt. Habe ich vergessen. Sie hatte ja mit 31% einfach Glück gehabt. Ja, dann Schwarzmagie. That was nice. Soll ich jetzt trotzdem Reiten mehr trainieren? Oder vielleicht doch eher mehr Heilung, um nochmal eine neue Fähigkeit dazu lernen? Weil ich meine, was bringt Reiten auf S-Rang? Wahrscheinlich nix. Deswegen kannst du hier eigentlich mit den Zielen an Marianne sagen, du kannst trainieren, wie als wärst du ein... Ohne Option. Aber nee, du kannst trainieren, als wärst du ein Cremoyer, was wahrscheinlich eh deine nächste Stufe sein wird. Naja, viel Spaß damit. Gut. Der Rest hat keine Motivation mehr, wenn ich das richtig sehe. Könnte ich mal nachgucken, was in ihre Geheimstärke dann gewesen wäre. Ist jetzt eh zu spät. Gruppenaufgabe. Ja, das sind die, die irgendwie Rüstung noch brauchen. Viel Spaß. Disknife, nutz mal, cool, der letzte Hit war kein Crit, XC. What is happened? Das letzte Hit war ein Crit. Deswegen... Achso, du meinst jetzt bei dem Monster, wo es kein Crit war und ich 2-2 Schaden gemacht habe, das war, weil sein Schild kaputt war. Alois möchte mit mir reden. Natürlich, Alois. Immer noch wegen Geralt, nicht wahr? Ah, there you are. Ich glaube, das ist ein A-Rang, vom Hello. Musik her zu urteilen. Er scheint weniger fröhlich als sonst. Ihr seht sehr bedrückt aus. No, yes. Apologies. I'm struggling with some unpleasant thoughts. Since the war began, I've ended so many lives. You and your students got your hands dirty as well. Nobody forced you all to join the fight, of course. You did so of your own volition. Still, there must be something very wrong with the world. Ach, nein! Ich weiß, was ihr meint. Das war von Anfang an meine Aussage. We've all gotten older. Ah, listen to me. I'm sorry for being so glum. Was? 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 Könnten wir ihn nicht so anschwulen, bitte? Aber komm, auf geht's, weil ich... Locker das Gespräch. Well said. In truth, I don't think any expression will improve my looks. I'm a brute, no matter what face I pull. Ah, you really are just like Geralt. When I was down in the dumps, he'd cheer me up with a playful quip. He gave me his library of jokes. But when I tell them, nobody laughs at the punchline. They laugh at me. You, on the other hand, well, you inherited the old man's comic talents. I'm feeling pretty perky now, all thanks to you. I can't stop this war by feeling gloomy about it. Onward, to a brighter future. Das gefällt mir. To tell you the truth, that was another line I picked up from Geralt. He taught me everything about life. He was more important to me than anyone in the world. Apart from you, perhaps. Genau. Weil ich Geralts Kind bin, ne, Alois? Oh, sure, there's that, but not only... Aha, hör auf damit! When I look at you or see you fighting in battle, it's like I'm seeing a sibling. Gut. Das geht noch. But at the same time, it's like seeing something sacred and powerful. Something I must defend. You're so important to the future of Fodlan. And to me, I promise to continue protecting you with the strength of a knight and the love of a big brother. Das sehe ich ein. Ich zähle auf euch. Großer Bruder sehe ich ein. In the name of Geralt, I swear to keep you safe. You're welcome to return the favor, should you feel so inclined. Aber gern doch. Okay, mit Bruderliebe komme ich klar. Das war ja von Anfang an meine Aussage mit Alois. Lass mal wie Brüder agieren. Wenn der jetzt aber meint, ey, Sweet Home Alabama, Bruder, schon mal von den Lannisters gehört, dann bin ich draußen. Ganz schnell. Glaube ich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gefällt es mir. We'll have to do better next time. Hast du beim letzten Mal auch schon gesagt, es wurde jetzt nicht besser. Okay, Disknife, frag mal, was war los?
Ja, wie gesagt, der letzte Kampf war, dass der scheiß Wolf einen Crit gegen mich geführt hat. Und dass Shamir gegen den anderen Wolf die Runde davor einen Crit geführt hat, deswegen er den Crit überhaupt machen konnte. Und dann habe ich halt mehr Schaden gemacht, weil, oh, sehr cool, weil ich halt, der Wolf hatte ein Leben, ich habe halt umgebracht, ne, aus Versehen. So, obwohl ich dann mit Marianne nochmal zuschlagen wollte. Ja, mit einem Leben kann man aus Versehen jemanden umbringen, das passiert. Okay, diese Woche ist nix, das heißt, wir können uns eigentlich mal ganz kurz ausruhen, würde ich sagen. Ach, gern doch. Fuck, wir haben die Aufgabe noch nicht abgegeben, aber die sollte ich auch nachher noch abgeben können, wenn der Monat vorbei ist. Hey, Elch und Diebe. Schön. Könnten auch nochmal mit mehr Leuten essen gehen oder erstmal die ganzen Unterstützungen wieder machen. Wobei Sif ja immer noch nicht geht. Vielleicht nach irgendeinem anderen Quest. Das kann sein. Du hast mit dieser Person eine enge Bindung. Um eure Bände zu stärken, wartet bitte bis nach Kriegsende, okay? Bei jedem bis nach Kriegsende. Also irgendwann haben wir tatsächlich den Krieg beendet. Das heißt, wir werden es schaffen. Spoiler! Ich hab's sogar fast mit jedem A. Sehr cool. Er muss noch ein bisschen anstrengen. Mit Lysiphia, wie gesagt. Annette, eigentlich sollten wir essen gehen. Damit die alle hier irgendwie auf A kommen können. Lysiphia muss noch mit Marianne auf A kommen. Das können wir auch im Kampf machen. Theoretisch. Huh! Not bad. You're quite skilled. Schön, dass ihr jetzt auffällt. Aber sie war in dem Kampf mit Bogen wesentlich besser als er. Is it? It's not possible you came to ask for my help with something. Could it be you want to become closer friends? Don't flatter yourself. Ach, der Stream ist kurz abgekackt. That's sorry. Cool. Das habe ich nicht mitbekommen. Und das, obwohl ich die 2 Sekunden Verzögerung habe. So ein Scheiß aber auch. Was ist passiert? Also, genau, dann, ja, der Wolf hat einen Crit gegen Raphael gemacht. Danach hat er nochmal Raphael angegriffen. Raphael war fast tot. Zum Glück nur fast. Ich konnte nochmal heilen mit Marianne. Und Shamir hat den Wolf umgebracht, um das zusammenzufassen. Last we spoke, you were questioning whether or not you belong here. You remember that, do you? Well, yes, I do think this is where I belong. For now. I have things that I want to achieve, and I can only do that by staying right where I am. That said, once I've done what I'm here to do, it's hard to say whether I'll stay or leave. I might end up searching for another place to belong. That is true for most people. Life would be tedious if we knew what lies ahead. Whether or not you belong in a place can change at any time. As soon as you settle in somewhere new, you begin to question your decision.